Einen wunderschönen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Among Us. Ich habe mich heute dieses Mal mit meinen Freunden zusammengesetzt und haben ein paar Runden gespielt. Was da so alles passiert ist, seht ihr jetzt. Ich wünsche euch viel Spaß. Wie lange spielen wir heute noch? Min, wie lange hast du denn noch Zeit? Noch für eine Runde oder zwei? Zwei Runden, also noch. Du, danke. Ich glaube, ich glaub, für mich ist das jetzt auch die letzte oder vorletzte Runde. Machen wir noch alle zwei Runden. Guck mal, machen wir noch zwei Runden, dann habe ich zwei Videos für, bei zwei Folgen und dann ist gut, danke. Zwei so spicy Runden? Oh Mann. Nee, dann geht die zu kurz. Lame. Herr Marschi, bevor ich dich jetzt gleich schriftlich vote. Was? Bevor du ihn schriftlich votest? Schriftlich. Fronte. Fronte? Du willst mich voten? Fronten? Ja. Okay, Boris stirbt zuerst, danke. wir können anfangen, glaube ich. Na gut. Du bist immer noch nackig, Min. Ich weiß. Ich bin gerne nackig. Und malst dabei eine Harry Potter Bücher. Woher weißt du das? I know everything. Oh Gott. Ich bin dieses... Bitte keine Details. So. Ja, keine Ahnung. Das jetzt ist hier. Das ist mir alles zu. Ich bin jetzt ein. Wie heißt es? Drive-By-Kill? Könnte ich sein. Bin ich aber noch nicht. Boris. Ist das so schlau, Boris? Nicht Eis. Das hat er verdient. Es ist nicht Eis. Weil er mein Geheimnis exposed hat, Alter. Aber das war gar kein Geheimnis, du sagst es jedes Mal. Das ist blöde. Kann das ein Racheakt von David gewesen sein für die letzte Runde? Ja. Andere Frage, wo ist die Leiche? In Shields. Habt ihr die zusammengefunden? Ja. Ja. Mhm. Habt ihr noch wen weglaufen sehen? Nein. Nein, es war die Leiche dunkel. Die Leiche ist keine 2 Sekunden alt. Wo ist das? Es war dunkel. Bait! Es war nicht Eis. Der ist mit mir zusammen runter. Seid ihr beide Imposter? Nein, stimmt. Diese Runde nicht. Ich auch sein. Ich bin mal wieder. Will ihren, okay, kann sich der. Kann sich der. Wo war denn der Rest? Kann der Rest sich irgendwo ausrichten? Ich bin in Reactor und bin gerade in dich reingerannt. Liebe Gixi. Kannst du aufhören zu singen, danke. Icebox, du warst nicht in Navigation. Ich bin in Navigation. Du bist auch nicht in Navigation, weil ich bin in Navigation. Und zwar allein. Ich war eben in Navigation, weil ich in der Schule das aufgeht. Ich wohne da, okay. Carol und ich wollten gerade zu Navigation reingehen, dann ging das Licht aus, ich bin umgedreht, Carol macht das Gleiche. Und dann haben wir gleich unten in unter anderem auch gesehen habe, dass ich in Nev gar keine Tasks habe. Also bin ich wieder raus. Und dann ging das Licht aus. Warte, wer hat, das heißt, gesagt, dass er ein, wer hat gesagt, dass er ein Auto war? Tiri hatte ich zuletzt noch in Auto gesehen. Ja, Skylani, Bo, wo wart ihr? Steh und kommst, mach meinen Download. Ah. Nee. Hast du jemanden gesehen? Ja. Nein, ich habe meinen Download gemacht. Wo warst du? Du siehst trotzdem was aus dem Admin Table. Du siehst was aus dem. Kannst du bestätigen, dass jemand in Koms war? Achso, da bin ich rübergelaufen. Also, ich sag, entweder sind's Ice und Carol oder Bodo für den Kill. Was anderes bleibt nicht. Ich habe eine kleine Einschränkung, ich bin's nicht. Ja, aber ich skippe für dich, Bodo, dass du eine Runde mehr zu leben hast. Oh Junge, lol. Das zeigt halt wieder, dass Leute einfach voten, bevor das Meeting zu Ende ist. Herr Gixi, komm nur, weil du im Imposter bist und rausgebautet wirst. Ich war die letzten 10 Runden Crewmate und hab euch jedes Mal den Arsch gerettet. Nice. So. Also 10 ist ein bisschen übertrieben. So, Boris, mein Freund, bist du der Meinung, mich als Safety Guard oder wie das Ding heißt hier, ist bloß nicht bannen? Ah, 20 Sekunden. Was ist denn ernst, Boris? Ich mach jetzt meine Taste nicht? Na gut, die kann ich machen. So, jetzt hat die Frage, wer der Zweite ist. Nicht zum Download, obwohl du ihn hast.
Das ist seltsam. Jetzt kann ich eh nichts machen. Leider. Mint könnte maybe die zweite sein. Die gerade so ein bisschen gelaufen sind zusammen. Das ist natürlich weit hergeholt, ne? Die Aussage. Da ist Boris. Jetzt stellst du dich hier noch ein. Min. Nee. Gixi, halt dein Maul. Grins. Ja, dann war's Min. Ich bin gerade. Gixi, nee. Nein, nee, ich hab Gixi. Das Mikrofon, ich darf reden. Nee. Das ist die Regel. Nee. Ich laufe links an Admin vorbei und sehe den Vent auf und zugehen. Laufe in Admin rein und sehe noch Mins Namen verschwinden und ja, gleichzeitig Tiri umfallen. Klar, wenn du mir einen Mord in die Schuhe schieben willst, ich kann das zu 99% bestätigen. Ich habe Tiri und Min in Admin zurückgelassen, bin Gixi gecrossed vor Electrical und jetzt ist Tiri David, tot und die beschulden sich gegenseitig. Also David, nachdem du rausgegangen bist, ne? Nachdem du rausgegangen bist, bin ich kurz nach dir rausgegangen. Tiri war noch da drin und Gixi crossed mich so, als ich da rausgegangen bin. Ich so, ich traue Gixi nicht, weil sie auch eben sus war. Nee, es war Carolyn. Egal. Irgendwie sind alle Leute sus. Gixi ist immer sus. Und dann bin ich da rein und dann liegt da Tiri und Gixi steht da drüber. Das hast du aus deinem Mund gesehen. Klingt plausibel auf jeden Fall. Das ist immer so komisch, wenn die Person, die nicht killt, nicht reportet, weißt du, Min? Das ist immer so, David, halt, nein, David, halt dein Maul, wahrscheinlich bist du mit Gixi zusammen. Ich finde das plausibel, was sie sagt. Wahrscheinlich bist du mit Gixi zusammen. Ich? Nicht du, ich bin David. Ich finde, das klingt plausibel. Also jetzt gerade zwei. Warte, ich bin mit David zusammen. Jetzt erfahre ich ja noch ganz neue Sachen über mein Leben. Danke dir, Min. Bitte. Ey, Gixi, das ist der nächste Schritt, du weißt es. Ja, wir wohnen schon zusammen, also. Das ist ja, einzige, was heute Nacht liegt ihr zusammen mit einem Bett, was? Oh Gott. Morgen ist jemand tot. Was? Und zwar Gixi, weil wir sie jetzt ins All schieben. Was? Trixies Vote entscheidet. Aber ich will nichts entscheiden. Lass mich das nicht bereuen, Gixi. Keine Sorge, niemals. So, Boris, machst du es mir ja noch einfacher. Ich hatte mal darüber recht. Oh Gott. Muss ja nicht schnaken, ne? Boris. Oh. Ich hasse euch. Was zur Hölle? Sorry. Wir sind zwar jetzt zu sieben, aber wollen wir auf Nummer sicher gehen und Gixi auch rausvoten? Was? Weißt du, ich habe überlegt, einen Button zu machen und zu sagen, wir können Bore hinterher voten, weil es nur Ice und Carol zusammen sein könnten. Und jetzt kommst du mit so einem Vorschlag an. Also Ice okay, wir können natürlich auch Bore rausvoten, aber... Ich spüre die Nummer. Wunderschön. Jetzt müssen wir jemanden voten, toll. Super. Wissen wir nicht, wir können auch genauso gut skippen, aber... Nein, Hausregel. Also, wer hat denn wirklich... Will irgendwer seine Portable Lifeline auspacken? Nein, hab keinen, nein, ich bin langweilig. Wer hat denn da gerade wirklich dran geglaubt? Weil irgendwie muss ja noch jemand dran geglaubt haben. Wo dran? An die Story, die Min da gerade erzählt hat, an die Comedy-Story. Ich sag, es war einfach Tricks, die er als letztes gewotet hat, bloß bei den Post-Awards. Was? Also das heißt, ich hab Min gewotet, aber ist okay. Das heißt, es muss aber noch eine Person gewesen sein. Einer muss die Story auf jeden Fall geglaubt haben. Bore, was hast du denn gewotet? Ja, Min gewotet. Ja, es werden jetzt alle sagen, dass sie Min gewotet haben. Ja, das ist das Problem, aber Bore hat es als letztes gesagt, also ist er raus. Wie? Ich hab auch als letztes gesagt, Entschuldigung, dass ich nicht einfach reinbrülle. Ich kann doch einfach reinbrüllen. Okay, das finde ich jetzt nicht so in Ordnung. Wir können das Junge, Bore erstmal leiser machen. So wie ich das für richtig halt unverstehe. Marley, kannst du den bitte muten? Okay, nee, alles gut. Toll. Ich könnte, würde gerne, aber... Wäre doch ein wenig unfair. Nee, ich rede jetzt einfach. Also, ich rede.
Also. Ice möchte mich voten, damit wir sicher gehen wegen dem letzten Kill. Okay. Holy Für mich wäre das eher ein Imposter-Move, damit noch einer mehr rausfliegt. Aber nach dem ersten Kill hätte ich ja gesagt, entweder Carol und Ice zusammen oder Bodo, weil alle anderen ja mehr oder weniger raus waren dafür. Wir können auch gerne Bodo voten. Prinzipiell würde ich dir da recht geben, aber ich weiß ja, wie lost die Leute hier bei uns sind. Deswegen glaube ich nicht mal, dass das ein Imposter-Move ist. Ich nehme jetzt Bodo dann. Aber das ist nicht so nicht richtig. Ansonsten können wir für den Call halt auf Eis voten, so, das würde ich genauso fühlen. Hab einfach, ich weil ich das Meeting seltsam finde. Aber ich verstehe, dass ihr mir nicht traut. Ich finde es ja schon mal schön, dass du mich nicht in den Topf wirfst. Ich hab das Chat immer dann hier. Es war Boris, ich hätte jede Runde Safety Guard gedrückt, das ist dir bewusst, ne? Wenn du mich umbringst. Ja und? Weil das ist kein Kill mehr gemacht. Du hast doch so verdient. Das war's auch schon mit dieser Folge. Aber schaltet doch beim nächsten Mal ein, wenn es heißt Wetten, Killen und Niederschnetzeln. Bis dann.